Huch! Salamandra-Chef, Salamandra-Meucher, Salamandra-Lakai, und da kommt auch ein Meucher angelaufen. Ja. Speichern können wir wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. Dann speichere ich einfach mal so gemütlich. Wisst ihr, ich habe letztens bei der Aufnahme habe ich alle Speicherdaten gelöscht. Jedes Mal, wenn man Quicksave macht, speichert er das auch. Oder so. Ich weiß nicht. So, einmal speichern bitte. Hallo Jungs. Kriege ich was Neues? Gibt immer was? Hallo. Ich muss pissen. Das hat ja gedauert. Was? Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javeds Überzeugungskraft. Wer ist das? Wer ist Azar Javed? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Warum will er gegen alle kämpfen? Ihr seid tot! Ach, nur mit der Chef übrig. Das ist der, der Zauber ist ja. Ich fahre mit der Maus. Bla. Sterbe, Schwein! Ich fahre mit der Maus gerne. So, erledigt. Oh, Junge! Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Visima gebracht. Nach Visima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir's. Zuerst würde ich gern mal ein Buch des Waldkrautes, das kenne ich ja schon. Anscheinend sind alle, für die wir gearbeitet haben, einfach nur böse und gemein. Das, ich dachte, irgendwo dachte ich mir das. Hallo? Na, endlich. So, hier sind noch Überreste, die interessieren mich dann eher nicht, okay. Ah, die Überreste sind beim Kopf angezeigt und der geht trotzdem woanders hin. Ah, cool, Sevantpilze, genau, die wollte ich immer schon haben. Wo ist denn Alvin? Alvin ist da hinten. Okay. Ja, Alvin, entspann dich. Ah, eine Rune, ja! Chance auf kritischen Effekt Schmerz. Ein Stück eines blauen, der Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Farbe kann bis. Bla bla bla, das kenne ich schon. Hier ist so, okay. Hier sind diese Pilze. Schatztruhe, Schatztruhe. Oh, ein... Jawohl, eine Fackel! Chance auf einen kritischen Effekt beim Einerschauen. Eine Fackel, die als Waffe benutzt wird, kann nicht in Kombination mit Kampfstil des Hexers verwendet werden. Chance auf kritischen Effekt, Einerschauen plus 20. Ich werde alles transferieren. So, den Dolch habe ich jetzt runtergelegt, die Fackel habe ich jetzt dabei. Sehr schön. Was kann ich mit... Ah, da ist was drinnen. Hallo, Kind. Bitte tut mir nicht weh. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Ja. Das glaube ich gern. Okay, hier ist nichts mehr. Ich sehe auch nichts. Hallo. Folgt mir. Da, aber...
Oh, oh, das ist eine nice Fähigkeit. Alvin? Folgt mir. Okay, ich gehe raus. Ist besser, glaube ich. Was war denn das? Da ist Abigail. Ich weiß ja nicht. Was ist das? Wieso verändert sich das? Da ist Abigail. Sie schwebt grazil dahin. So, ich speichere mal so. Anders geht's nämlich nicht. Ah, ich glaube, die ist auch... Die sind, glaube ich, alle die Ursache für alles. Trete die Höhle. Ich glaube, der Alvin, der schwebt auch hier lang. Der ist, glaube ich, auch böse. Ich glaube, die sind alle böse. Die sind alle nicht auf unserer Seite. Hallo, Abigail. Was machst du denn in der Höhle? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Nicht nötig, ich spreche mit der Dörfern Abigail. Seit ich euch das erste Mal gesehen habe, fühle ich mich zu euch hingezogen. Ganz ehrlich. Ja. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Huch. Oh. Also das Bild ist... Respekt. So, das war das zweite Mal im Game. Ja. So, ich muss mich draußen der aufgebrachten Menge der Dörfer stellen. Ah ja, die haben ja... Ja, der Geistliche hat ja alle zusammengerufen. Na jetzt, ja. Ja, ich geb mich schon aus. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet euch. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet euch. Ja, welche Geschichte? Ich sollte mir vielleicht im Tagebuch das durchlesen. Abigail! In einem Haus im Umland lebt eine Hexe namens Abigail. Die Dörfler kaufen zwar Kräuter und Tränke bei ihr, sind ihr jedoch feindlich gesonnen. Ja, ich weiß nicht. Also, wir haben da ein Herz, das heißt... Sie ist nett zu uns. So, Orte, Klosar, Quest ohne Torte, das ist ja Quests, okay. Ich muss mich draußen in aufgebrachten Mengen Dörfer stellen. Ich traf die Hexe in der Höhle. Sie versteckte sich vor der aufgebrachten Menge Dörfler, die sie lynchen will. Es stellte sich heraus, dass sie von all den Verbrechen der Dörfler wusste, aber nichts zusammen hatte. Ich muss die Höhle verlassen und ein Urteil fällen. Ganz ehrlich. Also ich entscheide jetzt nicht einfach aus dem Grund gegen die Dörfler, weil ich jetzt mit ihr geschlafen habe, sondern einfach aus dem Grund, ja. Weil die Dörfler haben doch alles, ich meine, jetzt nur mal ganz kurz, ja. Die Dörfler haben, sind alle zur Hexe gegangen. Also alle Leute sind zur Hexe gegangen. Ob sie jetzt andere Leute schaden wollten oder ob sie sich selbst schaden wollten. Sie sind einfach zu Abigail gegangen und haben was geholt. Die Abigail wurde dafür bezahlt. Ich kann es verstehen. Keiner mochte sie. Ich meine, sie kann schweben, ja, also, ja, keiner mochte sie, alle, sie ist eine Hexe, bla bla bla, dann, ja, da nehme ich auch das Geld, was mir die Leute geben für Gift, ja,
Ist doch egal, was die damit machen. Ist egal. Ich meine, ja, da muss man irgendwie selbst damit leben können, ja. Man muss schon damit leben können, dass man jetzt sagt, okay, ja, ist mir egal, ich mach das, das ist Geld. Das ist okay. Aber es gibt auch viele Leute, denen das egal ist. Das gibt es auch im echten Leben, ja. Die machen Dinge, wo sie wissen, dass sie damit anderen Menschen schaden, aber sie tun sie nicht direkt, sondern sie machen das indirekt über andere Menschen zum Beispiel. Ja, und denen ist es egal. So ist auch Abigail. Und ganz ehrlich, in ihrer Situation hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Nur niemand mag mich. Ich habe eine Hütte, die weit weg von der Stadt ist. Ich komme nicht in die Stadt hinein. Da kann ich auch nicht anders machen, als so irgendwie Geld verdienen. Da kann ich wenigstens ins Gasthaus gehen und mir dort Lebensmittel kaufen, ja. Oder dem Gast wird eben mit Lebensmittel abkaufen. Also ich verstehe das ganz aus ihrer Position, glaube ich. Verstehe ich das auch, ja. Und das mit dem jetzt mit ihr geschlafen haben, das ist jetzt auch, naja. Ich meine, man hat ja nichts mitbekommen. Es war nicht ich selbst, sondern Geralt. Und außerdem ist ein Spiel. Und zweitens, also drittens, hat man jetzt nichts mitbekommen, außer das Bild gesehen. Und das war's. Ja, also man hat keinen Text mitbekommen, was sie geredet haben von der Abigail, was ihre Geschichte. Und habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also von dem her kann ich nichts entscheiden, was das betrifft. Aber so wie ich mir das jetzt zusammenreime, hätte ich gesagt, passt das schon so. Und wir sind sowieso immer für die netten Leute von dem her. Und ein Mob von Menschen ist nie nett. Hallo? Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Zweifel. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Das stimmt. Ah, das ist jetzt zwiespaltig. Okay. Das, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass sie gegeneinander auftritt. Zum Glück läuft hier keine Zeit ab. Ich habe damit gerechnet, dass sie mit Gegenbeispiele kommen. Aber ja. Gut, die Puppe. Ich habe die Puppe gesehen. Ja, das stimmt. Es ist schwierig. Aber ganz ehrlich, ja, wenn ich mir den Text hier jetzt dazu lese, denke ich mir auch, der Bruder war ein Krieger, also... Er hätte ihn jetzt nur im Schlaf töten können, aber ich sehe jetzt aber auch keinen Grund, warum er ihn hätte töten sollen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil er mehr Ansehen bekommen hat. Das könnte es sein. Aber Moment mal, die Salamander haben doch auch was über Odo gesagt. Er hat sich erkundigt, wie man einen Krieger töten kann. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ja, das ist das Gleiche. Also wir haben eigentlich immer zwei gegen eine, weil Abigail an sich, ja, was hat sie gemacht? Also ich weiß nichts über Haren, ja. Die Puppe vom anderen Typen, okay, könnte ich verstehen.
Ja, kann ich verstehen. Ist klar, ne? Weil der Bandit unten sagte, dass Odo seinen Bruder getötet. Was das? Ja, ich glaube, der Bruder hatte gesagt, er hat seinen Bruder getötet. Weil er gesagt hat, wir arbeiten für Mörder und bla bla bla. Und Haren hat Waren an die Salamander verkauft. Also glaube ich dem genauso kein Wort. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Ja, genau. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Hat das irgendwer andere gesagt oder war das nur... Moment mal. Die Banditen im Gasthaus haben irgendwas gesagt. Soweit ich mich jetzt noch... Es ist so furchtbar mit meinem Gedächtnis. Aber die Banditen haben doch irgendwas von Mikul gesagt. Also ja, ganz sicher. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Puh, okay, jetzt wird's schwierig. Nein, ihr seid die Schuldigen, das geht zu einem Kampf auf mit allen Leuten hier. Danke, bekomme ich aber, auf diese Weise bekomme ich meinen Pass. Jetzt ist natürlich die Frage, es könnte aber auch sein, dass diese Banditen einfach alle von Abigail benutzt worden sind. Und die Abigail auch zu den Salamander gehört, weil sie ist ja auch in dieser Höhle. Boah, es ist schwierig. Das ist echt schwierig. Weil ganz genau überlegt, könnte auch Abigail die ganzen Banditen benutzt haben, die Salamander benutzt haben. Die könnte die Salamander benutzt haben. Das würde dann natürlich die Waren erklären, weil das wäre ja kein Problem dann, wenn die einfach ein paar Waren stehlen. Den Odo, ja, haben sie einfach gesagt, ja, der war das, der hat ihn umgebracht. Und dort, die Salamander in dem Dings hätten auch sagen können, ne, Mikul hat seine Frau vergewaltigt oder aufgrund von Mikul sind wir hier, damit wir die Shani vergewaltigen können oder sowas. Also von dem her könnte auch natürlich die Abigail hinter allem stecken. Es ist, boah, ich hasse Witcher. Das ist ein furchtbares Spiel. Ein furchtbares Spiel ist das. Ich muss hier Entscheidungen treffen. Boah, ich hasse solche Spiele, ne? Ich habe letztens schon gesagt, ich werde nicht so lange überlegen, aber bei solchen Entscheidungen muss ich echt lange überlegen. Weil wir haben jetzt hier 4 Leute, die wir töten müssen, wenn wir das erste sagen. Wir werden von allen 4 gehasst, wenn wir nicht kämpfen, werden wir sowieso von allen 4 gehasst. Und was ich mir vorstellen könnte, wir töten alle 4, dann ist Abigail, ist dann die Böse, beschwört dieses Monster nochmal herauf, weil sie es beschwört hat. Puh, es ist schwierig. Ja, die beschwört das rauf und dann müssen wir gegen das auch noch kämpfen und gegen die Abigail müssen wir auch noch kämpfen. Boah, ich sollte mir echt die Komplettlösung anschauen, was sinnvoller wäre, ne? Aber ganz ehrlich, wir haben mit Abigail geschlafen, sie war einfach die geilste überhaupt. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels, Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst.
Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Huch! Ach du Scheiße. Hallo, etwas schneller bitte. So, Gastfühle an Geistlichen übergeben. Bestie, super, alle greifen mich an. Ach du Scheiße! Okay, sie lebt noch. Aua. Ich bin gleich im Arsch. Das ist etwas blöd. Vielleicht den Zauber benutzen. Nein, was ist jetzt schon wieder los? Alter! Ah, toll, jetzt bin ich tot. Traumhaft. So stelle ich mir das vor. Super, was lade ich denn jetzt? Das da, ne? Okay, ich sollte auf jeden Fall bei Abigail stehen bleiben. Ich glaube aber, das war die richtige Entscheidung. Verbrennt die! Lass die Hexe nicht so. Okay, das kennen wir schon alles. Euer Bruder. Was? Sie macht euch. Das dann. Was die Hexe. Miku mit ihrer. Okay, ihr seid nein, entschuldigen. Das ich. So, jetzt haben wir Abigail geholt. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel. Okay, ah, sehr schön. Wir können das alles überspringen, das finde ich super. So. So, die kann mich heilen. Die sollte ich nicht sterben lassen. Oh. Na toll. Diese scheiß Bestie. Das macht überhaupt keinen Damage. Das macht uns schon eher Schaden. Das gibt's ja nicht! Was ist denn das für eine Kacke hier? Das ist ja furchtbar! Okay. Ja, jetzt muss ich nochmal alles laden, das ist traumhaft. Ah, ich möchte das aber unbedingt, den Kampf möchte ich unbedingt noch beenden. Dann
gibt es halt 3 Folgen mit einer halben Stunde, das ist auch ganz geil. Ich hab's ja vorige Woche schon, nur waren es nicht halbe Stunden, etwas kürzer ab und so. Nichts. Aber das ist nervig, das ist echt nervig. Euer ich will aber nicht... Ihr Hand die Heck... Miku mit ihr... Nein! Ich will aber nicht... Ich muss zugeben, ich... Alter, was ist das für ein Scheiß? Hallo? Das ist echt nicht geil. Ah, der falsche Kampfstil. Alter, ich bin viel zu schwach für den Kampf noch. Silberschwert gibt's nicht, aber ich habe keine Quest mehr, also ich kann eh nichts mehr machen. Von dem her. Naja. Nee. Nichts. Diese, sie hat mein. In ihr. Ich träum. Ich komme nicht jetzt dann in die Stadt rein. Euch. Eigentlich. Ihr Handhaber, die Heck. Naja, aber wenigstens wäre die beste jetzt vorbei. Also von dem her, das ist ganz so. Seit Anbeginn. Dieses Rübergehen da, das finde ich sowas von nervig. Großen Kampfstil nehmen. Einmal was trinken. Alter! Ah, toll. Ja, jetzt bin ich schon wieder tot, ne? Der Trank heilt das einfach niemals weg. Der schafft das niemals wegzuheilen. Was die an Damage machen, das ist... Jetzt wäre sie schon fast tot, die Bestie. Ich muss das A-Zeichen öfter einsetzen. Vielleicht haue ich mir einfach noch einen Waldkrautstrank rein. Das hilft vielleicht. Ich muss immer wieder alles durchklicken. Sie hat meinen Bruder. Also zur Info, sollte ich nochmal sterben, ja, dann schneide ich das alles raus. Ja, dann kommt immer nur die Sequenz da hin und. Nein. Ja. Also kommt immer nur die Sequenz. Und dann seht ihr nicht mehr das alles, das ist echt unnötig, weil ich klicke sie auch nur durch. Also es ist total sinnlos, sinnfrei für euch, sag ich jetzt mal. So, aus mit der Klinge. So, ich hau mir gleich den Trank rein. Theoretisch müsste ich Abigail am Leben halten, aber... Ja, super. Was kann diese scheiß Bestie eigentlich? Ja, super. Das ist so furchtbar. Das werde ich nie im Leben schaffen. Niemals schaffe ich das.